Und mit einigen Stunden Verspätung hat das Robert-Koch-Institut nun die aktuellen Infektionszahlen bekannt gegeben. Demnach gab es seit gestern 14.964 Neumeldungen an Ansteckungen, so viele wie noch nie. 112.500 Menschen sind aktiv infiziert. Die Zahl der Toten ist um 27 auf 10.098 gestiegen. Der Reproduktionsfaktor liegt bei 1,17. Eine schwierige Situation, in der sich Deutschland da befindet, sprechen wir darüber mit Professor Timo Ulrichs, Infektionsepidemiologe. Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Frau Ohm. Ich vermute mal, die Beschlussvorlage, die jetzt überall schon zitiert wird, werden Sie in Teilen zumindest sich auch schon angeguckt haben. Das, was da jetzt bekannt geworden ist an Maßnahmen, die kommen könnten, sind das die richtigen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt brauchen? Naja, wenn wir mal Bilanz ziehen für die Maßnahmen, die vor etwa 14 Tagen eingesetzt worden sind, also generell, aber eben auch in einigen Regionen lokal, dann stellen wir fest, dass das nicht mehr viel hilft und dass wir uns jetzt tatsächlich überlegen müssen, dass wir außer lokalen Maßnahmen tatsächlich bundesweit eben einheitliche Maßnahmen treffen sollten. Und die sollten in der Tat jetzt drastisch ausfallen. Noch haben wir die Gelegenheit, ähnlich wie im Frühjahr, die Welle abzuflachen, wenn wir frühzeitig handeln. Allerdings ist das jetzt eine Frage von Tagen und nicht mehr von Wochen, wenn wir da wieder einigermaßen glimpflich rauskommen wollen. Drastische Maßnahmen bringen aber nur dann etwas, wenn die Bevölkerung mitzieht. Und dafür müssen sie logisch und nachvollziehbar sein. Das sind sie für viele Menschen nicht mehr, insbesondere wenn man in den Gastronomiebereich schaut, der ja laut der Beschlussvorlage geschlossen werden soll. Jetzt sagt aber gleichzeitig das RKI auch, die Gastronomie ist überhaupt kein Infektionstreiber. Wie passt das zusammen? Ja, in der Tat. Also da gibt es eigentlich ganz gute Belege dafür, dass die Gastronomie insgesamt, also vor allen Dingen der Restaurantbetrieb, durchaus völlig in Ordnung ist, dass man da also unter Einhaltung von den Hygienekonzepten da das offen lassen könnte. Allerdings geht es ja darum, dass bei diesen Maßnahmen eins das oberste Ziel ist, nämlich die Reduktion der persönlichen Kontakte. Die müssen runtergefahren werden, sonst werden wir nicht erfolgreich sein, die weitere Virusausbreitung eindämmen zu können. Wenn wir die persönlichen Kontakte reduzieren könnten um 50%, um 75%, und das würde jeder mitmachen, dann bräuchten wir den gesamten Lockdown eigentlich gar nicht. Aber das geht so offensichtlich nicht. Das haben wir ja jetzt schon mehrfach oder auch über die längeren Zeiträume versucht. Es muss eben also eine Gesamtmaßnahme sein. Und dann gilt lieber frühzeitig und umfassend, als das stufenweise zu machen und dann immer wieder zu sehen, so ähnlich wie jetzt mit den verschärften Maßnahmen in den letzten zwei Wochen, dass dann doch irgendwie die Virusausbreitung schon über einem Punkt drüber ist, dass wir das nicht mehr einfangen können. Herr Professor, ich habe das Gefühl, bei manchen Menschen ist es ein bisschen schwierig für Sie nachzuvollziehen, was bedeutet das, wenn ich meine Kontakte um 75% reduzieren soll, insbesondere wenn ich mitten im Arbeitsleben stehe. Vielleicht schildern Sie einfach mal anhand Ihres eigenen Beispiels, wie bei Ihnen der Tag mittlerweile aussieht. Auf was verzichten Sie? Wie viele Kontakte haben Sie noch mit wem? Und wo sagen Sie, das brauche ich nicht? Ja, also bei mir ist es so, im beruflichen Alltag, ich bin meistens im Homeoffice. Das ist aber auch leicht gesagt. Ich kann mir das beruflich nämlich erlauben, weil ich die Vorlesungen, die ich mache, eben alle von hier aus machen kann, vom heimischen Schreibtisch aus. Aber das ist natürlich in anderen beruflichen Situationen dann völlig anders. Vielleicht ist das Vorbild aus Dänemark gar nicht so schlecht, wo man sich überlegt, man kann 10 Kontakte haben, die über den eigenen Haushalt hinausgehen und die müssen aber stabil bleiben. Das heißt also, die dürfen nicht wechseln, sodass also jeder, der sich dann mal überlegt, was sind die eigenen Kontakte, dann feststellt, es kann eben mal wechseln, mal nicht. Und das sollte reduziert werden. Und dann hat man im Prinzip eine Gruppe über den persönlichen Haushalt hinaus, die dann aber eben stabil bleibt. Und dann sollte das Virus da nicht so ohne weiteres eindringen können. Das wäre so etwas, was man sich selber überlegen kann, völlig unabhängig von den Maßnahmen, die jetzt gerade diskutiert werden. Und wenn das durchgehalten wird, dann hat das Virus es wesentlich schwerer, sich weiter auszubreiten. Im Moment breitet es sich aber noch aus. Wir sehen fast 15.000 Neuinfektionen. Die Zahlen vom RKI sind gerade gekommen. Wann haben wir denn den Peak der zweiten Welle erreicht? Kann man das irgendwie hochrechnen? Ja, also es ist so, auch wenn wir jetzt, sagen wir mal, ab nächste Woche Mittwoch in diese verschärften Maßnahmen gehen, dann werden wir wahrscheinlich noch einen weiteren Anstieg sehen, bevor es dann runtergeht, weil ja eben nur mit einer Zeitverzögerung die Effekte messbar werden.
Es könnte sein, dass sich eine Stabilisierung aber bereits jetzt abzeichnet, ähnlich wie wir das auch schon im Frühjahr gesehen haben, nämlich als die Lockdown-Maßnahmen tatsächlich verhängt wurden. Da gingen die Zahlen der Neuinfizierten schon nach unten und auch der Reproduktionsfaktor wurde immer weniger. Das ist natürlich zu hoffen, dass wir das jetzt hier auch haben. Wichtig ist, dass die Maßnahmen aber dann eben stringent durchgehalten werden über einen Mindestzeitraum, sodass wir eben die Übertragungswege wirkungsvoll unterbrechen können. Herr Professor, danke schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und unsere Zuschauer. Ihnen einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Danke.